So, pass mal auf, wir können das Ding ja verlängern. Und die Augen, was machen wir denn mit denen? Wollen wir die irgendwie hier so seitlich setzen? Das Viech sieht jetzt irgendwie aus wie Sid, kann das sein? Oh weh. Wenn Sid die Macht im Imperium, die Macht in der Galaxie an sich reißt, dann gute Nacht. Also dann ist, glaube ich, wirklich Hopfen und Malz verloren. Und pass mal auf, wir werden das Viech jetzt mal ein bisschen so runter damit. Das machen wir alles ein bisschen dicker. Vielleicht noch eine Rippe länger. Pass mal auf, das ziehen wir mal da so hoch, das da so hoch, das da so hoch. Weiß nicht. Vielleicht den noch ein bisschen weiter vor. Den hier hinten vielleicht ein bisschen nach... Ja, so ist auch wieder übertrieben, ne? Pass mal, das so eventuell nach hinten verlängern. Um zwei so. Dann machen wir die natürlich auch alle ein bisschen dicker, als sie eigentlich sind. Dann können wir die hinteren Beine nämlich ein bisschen nach hinten versetzen. So. Diese Flügelchen, die lassen wir jetzt nach oben wachsen. Dann tun wir den nochmal ein bisschen weiter zurück, so in etwa. Und dann geht ab hier quasi die Wirbelsäule nach oben. Nee, so nicht. Moment. So. Ja, ja. Jetzt müssen wir erstmal die Augen aus den Dornen rausholen und vielleicht sollte ich den Schädel ein bisschen größer machen. Na, komm schon. So, das Handy klingelt, aber wahrscheinlich 2 Minuten zu spät, so wie immer. Oder 1,5 Minuten, weiß ich ja nicht. Hab nicht aufgepasst. Okay. Wie sieht denn das Viech jetzt aus? Es sieht nach was aus, ja. So, setzen wir das mal so dran. Haben wir jetzt die Augen? Kann ich die vielleicht hier irgendwie platzieren? Vielleicht die Schultern noch ein bisschen weiter nach unten. So, und dann die Augen auch noch ein bisschen weiter nach unten. So. Vielleicht sollte ich die auch ein bisschen kleiner machen. Oder sollte ich die einfach komplett weglassen? Pass mal auf, was passiert denn, wenn wir die... Sähe das aus? Schon, gell? Dann lassen wir die einfach komplett weg. Okay, hätten wir das vorerst mal, dann muss ich mal gucken, haben wir hier Flügel? Unilipter, ja, aber es kann nicht wirklich fliegen damit. Die sehen einfach nur bescheuert aus. Mehr machen die auch nicht. Jetzt brauchen wir erst einmal ein bisschen mehr Schlagkraft. Wie wär's denn mit Säbel? Rammenstufe 2. Was passiert denn, wenn ich das Zeug hier mal wegnehme? Dann fällt Rammen weg, ist aber nicht so wild. Weil wir haben hier Rammenstufe 2. Festplatte, was gibst du bitte für Geräusche von dir? Klackert dir auf einmal? Ich glaube, es geht los. So, pass mal auf. Ach, so kann man die Dinger drehen. Okay. Machen wir die erstmal so größer. Ich will ja nichts sagen, aber der Hals sieht ein bisschen verklumpt aus, ne? Mach mal den mal kleiner hier. Nee, 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 nein. Mm-mm. Ja, doch, so schon eher. Die Augen, die stimmt, die kann ich ja auch kleiner machen. Ich bin noch so doof, echt. So. Schon sieht das besser aus. Haben wir eigentlich... Ne, wir haben noch keine neuen Mäuler freigeschaltet. Das heißt, da werden wir noch was dran ändern müssen. Und an den Füßen werde ich jetzt auch was ändern müssen. Das geht ja so gar nicht. Was passiert denn, wenn ich die mal wegreiße? Dann verlieren wir keine Fähigkeit. Palmenstacker. Pass mal auf, was könnte man denn da hinsetzen? 2 Pfote. Dann kriegen wir 2 neue Fähigkeiten. Und zwar einmal... Sprinten und Tanzen. Dann könnte ich den eigentlich noch ein bisschen dicker machen. So. Ich weiß, wir verbringen hier gerade ziemlich viel Zeit im Designer, aber genau darum geht es mir ja, dass wir hier mal ein bisschen
bisschen mehr Zeit als sonst verbringen und das nicht einfach so durchrushen. Das ist halt der Sinn und Zweck von Spore, ne? Und an der Farbe müssen wir noch irgendwas machen mit dem Detail beispielsweise. Pass mal auf. Ja, diese grünen Flecken da, die sehen irgendwie merkwürdig aus. Jetzt muss er erstmal wieder die Farbe da reinladen. Das dauert ganz schön lang. Hallo, wieso dauert das so lang? Was ist das? Galaktische Abenteuer? Hä? Sieht das nach was aus? Ja, ne? Aber was ist das denn? Galaktische Abenteuer? Warte mal, wenn ich das mal auswähle. La 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 la. Lade mal. Lade bitte ein bisschen schneller. Ich dachte, galaktische Abenteuer wirkt sich nur auf die Weltraumphase aus. Aha. Also ich will da nichts sagen, aber meiner Meinung nach sieht das nicht wirklich aus. Nee, komm, wir gehen wieder einen zurück. Komm, lade schneller, ich will das Viech in Aktion sehen. Und ich glaube nicht, dass die Zuschauer noch länger warten wollen, Spore. Also von daher... Ich denke, das kann man erstmal so lassen. So, spielen wir weiter, bevor eure Ungeduld sich ins Unermessliche steigert, ins Unerträgliche oder was auch immer. Möchte ich ganz gern nicht erleben und ich trinke ganz kurz nochmal was. Sekunde. So, ein neues Baby ist geschlüpft. Wir dürfen gleich mal tanzen, denn unsere Genossenschaft wird immer größer. Finde ich super. Boah, und ich darf mich hier irgendwie anders hinsetzen, weil das wird langsam ungemütlich. Warte mal. Oh ja, so. Schon besser. Was zum... Was zum Teufel? Was ist das denn? Leute, Angriff, Angriff, Angriff! Helft mir! Helft mir, diesen Eindringling zu vernichten! Oh Mann, hier greift uns eine Rasse an, wie es scheint. Nee, es ist nur der eine. Kommt schon, töten wir ihn. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte ihm noch so eine Schlagfertigkeit geben. Ich wollte ihn schlagfertig machen. Ha, 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 ha. Aua. Dankeschön. Die Ohrfeige habe ich gebraucht. Wo kam das Viech jetzt her? Ich glaube, es ist doch wahnsinnig. Jage zwei Klua. Von wo kam der bitte? Von da unten? Grano, die sind stinksauer auf uns. Den statten wir im Besuch ab. Warte mal ganz kurz, ich hole mir mal eben schnell einen Verbündeten, weil die sehen mir ein bisschen stärker aus. Du! Du wirst mir folgen. Du wirst mir Folge leisten. Nein, nicht weglaufen, komm her. Ich will, dass du in meinem Rudel dabei bist. Bei Fuß! Schwing das Tanzbein und dann sehen wir zu. Ja, schön brav im gleichen Rhythmus, so gehört sich's. So! Mitkommen, Kollege, das ist ein Befehl. Links kehrt, Marsch! Folgen. Im Gleichschritt! Marsch! Ja, Gleichschritt. Versuch da jetzt mal im Rhythmus dazu zu zählen. So, Alpha Grano. Aus der Distanz angreifen, rammen und dann zocken wir den mal ordentlich ab. Der spuckt hier mit Gift. Ich glaube, ich bin. Rückzug! Rückzug! Verschwindet, ihr verdammt! Hat's nicht so gemeint, ich bin schon weg. Sekunde. Okay. Mit denen zu kämpfen dürfte interessant werden. Können wir den mal mit Rammen irgendwie angreifen oder so? Ich glaube, das wär's. Komm schon. Uah! Stirb! Ach du Heilige, der kann... Uah! Nein, 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 nein! Hilfe! Wo ist das heilende Nest? Rückwärtsgang rein! Vorwärtsgang rein! Gas geben! Hilfe! Hilfe! Freunde, da! Bösewicht im Anmarsch! Helft mir bitte! Jetzt traust du dich nicht mehr, jetzt bist du nicht mehr so stark, du kleiner, ne? Du Angeber! Komm her hier! Freunde, mach den kalt! Freunde!